Barbara Schöneberger scheint mit dem Alter immer besser auszusehen. Was ist ihr Beauty-Geheimnis? Barbara Schöneberger geht mit dem Thema Beauty ganz offen und ehrlich um. Ich habe schon in letzter Zeit angefangen, in meinem Gesicht und im Hals- und Dekolleté-Bereich alles zu machen, was irgendwie legal ist, gab die schöne Moderatorin 2022 gegenüber RTL an. Doch was genau bedeutet das? Es gibt so heiße Blitze, die da so reinblitzen und angeblich geht dann Altes kaputt und Neues entsteht. Dr. Markus Klöppel, Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie, unternimmt den Versuch, zu erklären, was genau Barbara damit meint. Im Interview mit Focus Online erzählt er: Die Behandlung, von der Barbara Schöneberger spricht, ist die sogenannte IPL-Behandlung, also Intense Pulsed Light. Sie dient dazu, die natürliche, eigene Kollagenproduktion zu erhöhen und der Haut zu mehr Spannkraft und Festigkeit zu verhelfen, indem die natürliche Kollagenproduktion angeregt wird. Von größeren Beauty-OPs habe Barbara Schöneberger bisher die Finger gelassen. Aber ich möchte es nicht ausschließen, ich bin ja noch jung, erzählt sie letztes Jahr RTL im Rahmen eines Shootings für ihr Magazin Barbara. 2021 schien Barbara Schöneberger beim Dream Day der DKMS Live ebenfalls wenig angetan von Beauty-Eingriffen. Wenn man sich wirklich jung halten möchte, also so wirklich jung, dann muss man operativ eingreifen, und zwar im massiven Sinne. Aber so viel Freizeit habe ich gar nicht, als dass ich die Narben so lange abheilen lassen könnte, erklärte Barbara Schöneberger damals der Bunte,